Bewegte Wortarten aus dem Fach Deutsch. Die Schülerinnen und Schüler sitzen im Halbkreis und die Lehrperson gibt Haupt-, Zeit- und Eigenschaftswörter vor. Zu jedem Wort ist eine Übung zu machen. Bei Namenwörtern eine Kniebeuge, bei Tonwörtern ein Kängurusprung und bei Wie-Wörtern setzen sich alle hin. Erstes Wort, Schulbuch. Interessant. Lesen. Bleistift. Schreiben. Es gibt auch einige Variationsmöglichkeiten, die wir euch zeigen wollen. Erste Variation funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur mit geschlossenen Augen. Fünf Feder. Bei der zweiten Variation werden die Wörter an die Tafel geschrieben. Und die letzte Variation, die wir euch vorzeigen wollen, ist der Musikstopptanz. Es wird Musik gespielt und die Schülerinnen und Schüler bewegen sich im Raum. Wenn die Musik gestoppt wird, wird ein Begriff gesagt und die ausgemachte Übung wird ausgeführt. Thank you.